kurz nach 6 Uhr bei Wasserburg am Bodensee. Fischer Roland Storr will heute nochmal Barsche fangen. Die Fangsaison durchwachsen. Seit Jahren gehen die Erträge zurück. Deshalb will eine Genossenschaft künftig Fische in Netzgehegen im Bodensee züchten. Für Storr ein Unding. Da entstehen viele Krankheiten. Und Krankheiten können im Endeffekt nur, sieht man jetzt an unserer Pandemie, mit dem Impfstoff oder mit Medikamenten behandelt werden. Und das in einem offenen Gewässer zu machen, ist hochriskant. Und der Bodensee ist halt normaler Trinkwasserspeicher für mehrere Millionen Menschen. Das ist unverantwortlich, wenn man da Netzgehege im Bodensee machen will. Ortswechsel, Hagnau am Bodensee. Martin Meichle ist einer der wenigen Berufsfischer, die die Aquakultur befürworten. Das hier ist auch alles Aquakulturware. Sonst könnte mir unseren Bedarf schon lange nicht mehr decken. Oder ich käme auch gar nicht in die Supermärkte und so rein, weil die klipp und klar, wenn die sagen, okay, wenn ich Fisch will, dann will ich das jede Woche. Ich brauche die und die Menge und das musst du liefern können. Das ist ökologisch vertretbar. Die Emissionen, wodurch die Anlage entstehen, sind auch vertretbar. Netzgehege im Bodensee auf einer Fläche von 1 bis 2 Autofähren. Roland Storr hat Fragen. Die Fische müssen ja gefüttert werden. Wo kommt das Futter her? Da muss ja irgendein Eintrag von fremden Stoffen dann getätigt werden. Und die Fische fressen ja nicht alles, sondern es geht ja immer irgendwas nebenhin. Beziehungsweise die scheißen ja auch wie die Weltmeister. Und dass der Kot am Gewässergrund alles kaputt macht, ist ja auch durch die Lachszuchten in den Fjorden auch bekannt. In Norwegen etwa werden tonnenweise Fische auf engem Raum gezüchtet. Parasiten haben es leicht, Pestizide und Antibiotika sollen helfen. Die Auswirkungen für Mensch und Umwelt sind unklar. Deshalb machen die Fischer am Bodensee mobil. Keine Fischmast im Trinkwasserspeicher, skandierten sie bei einer Protestfahrt im Oktober. Fischer Roland Storr will, dass die Aquakultur niemals kommt. Bei Lindau zieht er diesen Hecht aus dem See und nimmt wieder Kurs auf den Hafen in Wasserburg. Für heute gibt er sich versöhnlich. Also für die Jahreszeit sind wir zufrieden mit dem Fang heute. Wir haben jetzt ungefähr 13, 14 Kilo Grätzer, einen Zander, einen schöneren und einen schönen Hecht, ein paar kleinere Hechte. Also das ist für die Jahreszeit ein ordentlicher Fang jetzt, so kurz vor Abschluss der Saison. Und für die nächste Saison hoffen die Fischer auf ein Verbot der Netzgehege am Bodensee.